Niki Lauda kämpft an vorderster Front um restlose Aufklärung. Jahre später verkauft er die Lauda Air, gründet seine zweite Fluglinie Niki und hat es schlussendlich doch noch auf die Wirtschaftsseiten geschafft. Guten Abend, Niki Lauda. Gut. Sie sind mein erster Gast. Ich stelle mich gerne der Herausforderung und schau mal, wie in meinen Augen ein anderes Interview abgehen wird. Mhm. Weil ich wurde ja schon öfters von, sagen wir, Vollprofis interviewt. Und da hört man immer die gleichen Fragen und solche Dinge. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich komme genau zu Ihnen hierher, weil es sicher anders sein wird, wie es normalerweise ist. Sie hatten damals schon als Jugendlicher die Möglichkeit, eben sich für den Motorsport zu interessieren, auch für Autos und so. Das ist natürlich nicht möglich, es sei denn, man hat eben Eltern mit einem gewissen Background. Und wie sah das für Sie aus? Wie sah Ihre Kindheit aus? Hatten Sie alles, was Sie sich wünschen konnten? Durften Sie frei verfügen oder gab es da ein strenges Reglement oder wie war das? Also erst einmal wurde uns Buben, ja dein Bruder, oder ich habe einen Bruder, den Florian, einmal strengste Erziehungsmethoden angewandt. Wir hatten also immer ein Kindermädchen und